Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Republic Commando von Count Mooku. Ja, es ist soweit. Wir beginnen mit dem Star Wars Republic Commando Let's Play. Ja, und ich freue mich schon wahnsinnig, wie ihr sicher hören könnt. Ich habe schon mal ein bisschen die Soundeinstellungen gemacht und all das Zeug, das ihr ja kennt. Ich hoffe, mit dem Sound wird alles stimmen. Ihr könnt das gerne dann in die Kommentare schreiben. Ebenfalls, ob es zu arg rumlaggt oder sonst was. Ich habe schon mehrere Testaufnahmen machen müssen, weil es nicht ging. Aber jetzt sollte es eigentlich soweit klappen. Ich habe hier sogar noch die Hülle rumfliegen. Also das Spiel ist von LucasArts. Und ihr hört übrigens im Hintergrund den epischen Soundtrack, der uns durchs Spiel begleiten wird. Dazu noch später etwas mehr. Sonst, was gibt's noch zu sagen? Das Spiel ist ab 16, zumindest USK sagt das so. Und Peggy sagt 12. Das ist ein bisschen lustig, weil Peggy ja sonst eigentlich strenger bewertet als USK, finde ich. Aber reden wir nicht weiter über das. Wir wollen ja das Spiel beginnen. Und ich war mal so frei und habe mir einen Account gemacht, zwar Let's Play. Das laggt ja im Hintergrund, weiß ich was herum. Naja, dann gehen wir mal rein. So, gut, also in den Optionen, das muss ich euch noch kurz zeigen, hier die Grafik. Hier muss man, wenn man Star Wars Republic Commando spielen will, die Bumpmapping-Qualität auf gering haben, denn sonst will das Spiel irgendwie nicht starten. Ich weiß nicht warum, aber es ist nun mal so. Darum habe ich 1-2 Testaufnahmen auch verkackt. So, jetzt aber gehen wir zur Kampagnenkarte. Hier. Ja, eben das sieht man. Ich habe es ein bisschen angespielt noch. Das Spiel habe ich übrigens schon mehrere Male durchgespielt, also kann ich euch ein paar nette Infos noch sagen, während ruhigeren Momenten, wenn wir nicht gerade mitten in der Schlacht sind. Also beginnen wir mit dem Prolog. Der Anfang. Ladescreen. Willkommen, Kleiner. Heute ist Ihr erster Tag. Ihr Rufname lautet RP01-138. Wir setzen große Erwartungen in Sie. Na, das kann ja lustig werden. Sie wurden in schwierigen Zeiten geboren. Ein scharfer Verstand kann der Schlüssel zum Überleben sein. Aber oft werden sie nur durch ihre angeborenen körperlichen Talente überleben. Na, er sieht, was uns erwarten wird. In diesem Punkt sind sie ihren gewöhnlicheren Brüdern überlegen. Hier links übrigens die Republic Commandos. So einer sind wir dann auch. Oh, jetzt bekommen wir die Rüstung. Sie sind ein Kommando. Eine Elite-Einheit. Etwas ganz Besonderes. Ihre Waffen. Ihre Rüstung. Und vor allem ihre Brüder. Die Eiwa unserer Welt jagen in Herden, um größere Beutetiere erlegen zu können. Auch sie werden mit drei Brüdern zusammen zu Jägern im Dienst der Republik werden. Schließen Sie sich jetzt Ihrer Truppe an. Nehmen Sie Ihr Schicksal als Ihr Anführer an. Als Delta Leader. Delta 4-0. Ihr Fundament? Ein reiner, unkomplizierter Soldat. 6-2, Herz und Seele ihres Teams. Und 07, der erbittertste Jäger ihrer Brüder. Sie alle sind Teil eines einzigen Wesens. Und die Republik wird von ihnen erwarten, dass sie sie verteidigen und wenn nötig ihr Leben geben. Verteidigen ja, aber das Leben geben? Ich glaube nicht. Also los. Sergeant, schaffen Sie die Soldaten in das Kampfschiff! So, wir starten. Alles startbereit! Neues Kampfschiff! Okay, Gruppe B, Bewegung! Los geht's, die Geschütze nach Achtern! Munition laden! Los, los, los! Sir, wir springen getrennt ab und stoßen am Treffpunkt auf Geonosis wieder zueinander. Bis bald, Sir! Bis bald! Wir sehen uns!
Klonkriege. Es herrscht Krieg in der Galaxis. Die Geheimwaffe der Republik, eine riesige Klonarmee, wird zum ersten Mal eingesetzt gegen die separatistischen Droidentruppen. Hoch über dem Chaos bereitet sich das Elite-Kommando des Delta-Teams auf seine erste Mission vor. Stunde 0, Klonkriege, Geonosis. So, wir starten hier jetzt in einem Kommandobotrückblick und werden unsere Kameraden auf dem Boden suchen. Also los geht's, Leute. Man versteht natürlich alles. Freut mich, dass Sie sich inzwischen von den Simulatoren abgenabelt haben. Ich bin ab jetzt Ihr Berater und werde sämtliche Einsätze, die Sie erhalten, von oben überwachen, bis wir alle tot sind. Sobald Sie auf dem Boden sind, stoßen Sie zum Delta-Team vor. Delta 6-2 ist in der Nähe. Finden Sie ihn. Das ist Ihr erstes Ziel. Das Ziel für das Team bleibt. Finden Sie San Fek und vernichten Sie ihn. Ich gebe Ihnen während der Mission weitere Befehle. Viel Glück, Kommando. Danke. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, der Berater kann während den ersten paar Missionen zum Teil recht nervig werden, weil er einem halt reinquatscht, wie ihr gerade bemerkt habt. Das ist halt so eine Sache, aber kommt, es ist jetzt eigentlich egal. Wir wollen das Spiel ja von Anfang an genießen. Also, mit aller Härte, der geonosianische Chief, Lieutenant San Fek, muss ausgeschaltet werden. Das Delta-Team wurde getrennt, in die vom Krieg gebeutelte Arena geschickt und soll weiter vorrücken. Es muss sich wieder vereinen und für San Feks ablegen. Ah, was rede ich hier? Ableben sorgen, koste es, was es wolle. Das ist übrigens noch so ein nettes Bild von einem Geonosianer. Wahrscheinlich San Fek könnte sein. Hier ist übrigens irgendwie, glaube ich, immer so ein kleiner Lageplan. Das müsste die Arena sein oder sonst was. Ich weiß es nicht genau. Zumindest sind wir hier in der Arena, die man auch in Star Wars Episode 2 sieht. Nur so als Andeutung. Also, los geht's. Wir sind über dem Zielgebiet. Seilen Sie sich ab. Achtung! Ich werde Sie nach Bedarf mit taktischen Informationen versorgen. Taktische Informationen erscheinen auf Ihren HUDs als holographische Projektionen. Textnachrichten werden in diesem Bereich angezeigt. Hier sind Ihre Befehle. Ihr Primärziel ist der geonosianische Anführer San Fek. Delta Leader, San Fek darf auf keinen Fall entkommen. Nein, logischerweise nicht. Oh. Delta Leader, geht es Ihnen gut? Sie wurden getroffen, Ihre Vitaldaten sehen nicht gut aus. Heilen Sie sich mit dem Bacta, bevor Sie weitergehen. In Ihrer Nähe ist eine Krankenstation. Danke für die Info. Da ist übrigens die Krankenstation. Jetzt können wir uns heilen. Und zwar mit der Allround-Taste S, mit der können wir alles machen. Bei 100%, Sie können weitermachen. Sie sind im Schützengraben! Rückzug zum Gamma-Sektor! Rückzug! Neue Ziele wurden geladen. Gehen Sie zum abgestürzten Kampfschiff. Einsatzzielanzeige wird aktualisiert. Die Einsatzzielanzeige zeigt in Richtung Ihres nächsten Ziels. 3-8, sichern Sie das Gebiet vor dem abgestürzten Kampfschiff. Ja, schon unterwegs. Kein Problem, Leute. Wir wollen zuerst mal die Drohnen hier ausschalten. Komm schon, treff ihn. Jawohl, ja, am Anfang haben wir eh genügend Munition. Hier sind unsere Klonbrüder. Allerdings nicht die aus unserem Team. Wir sind Boss aus dem Delta-Team. Was rede ich hier? Und mehr dazu sage ich euch, wenn wir mal eine ruhigere Sequenz haben. Jetzt wollen wir zuerst mal ein bisschen vorwärts kommen in der ersten Folge. Wir müssen nämlich einen Platz sichern hier vorne. Und hierzu verwenden wir... Nein, es sind nicht zu viele. Wir verwenden jetzt unsere Vibro-Klinge, um diese Droiden auszuschalten. Das ist eine Waffe, die nur die Kommandos haben. Einen Arzt! Wir brauchen einen Arzt! Ich kann leider auch keinen Arzt spielen hier, weil, ja, mein Typ ist zwar nicht schlecht, aber er kann das noch nicht. Wir sind hey, 3-5, schau mal, Kommandos! Wenn die wirklich so gut sind, wie es heißt, gewinnen sie den Krieg quasi im Alleingang. Hallo, Leute! Sir, Sie begeben sich in feindliches Gebiet, da wimmelt es von Droiden und Bugs! Das ist genau das, was wir wollen. Los geht's! Wir errichten Barrikaden als provisorische Verteidigungslinien!
Droiden nähern sich ihrem Achtung, Standort. Geht da weg! Der Feind hat unsere Linien durchbrochen! Ein bisschen Kreuzfeuer hier! Dieser Graben führt noch Droiden? Im hinteren Bereich der feindlichen Linie. Nein. Oh Mann. So viel zu feindliche Einheit terminiert, hä? Da hast du. Suche bessere Position. Ja genau, suche bessere Position. Stellung, die Ihnen Ärger machen könnte. Nehmen Sie die Thermalgranaten von der Munitionspalette und zerstören Sie die Geschützstellung. Ja, wie ihr hier seht, sind die Droiden gar nicht mal so blöd. Die gehen auch selbstständig in Deckung und alles. Granaten also wenn ihr zum Inventar hinzugefügt. Wenn ihr irgendwie die Clone Wars gesehen habt, werfen Sie die Granaten jetzt auf die Geschützstellung. Ich hab's gesagt, da gehört Alter wieder rein. Quatsch. Eben, falls ihr die Clone Wars gesehen habt, dort sind sie einfach stockdoof und hier weichen sie doch noch aus. Sie können diese Geschützstellung nur mit Granaten ausschalten. Bam, bam, bam. So, also los geht's. Geschützstellung vernichten. Sehr beeindruckend, 3-8. Danke sehr. Wow, hier wird wirklich heftig gekämpft. Wir sind ja auch mitten in einer großen Schlacht. Falls ihr das übersehen habt. Delta Leader, 162 ist in ihrer Nähe. Sie müssen ihn bald erreichen. Ja! Fressen Sie doch mal, ihr dreckigen Droiden! Ja, nehmt das! 6-2 einsatzbereit, Sir! Los, Gorge! Ich trinke mich in Ihr HUD ein, Boss! Verdammt, keine Chance gegen die Sonargeschütze! Anführer, ich habe die Position für den Sprengsatz auf Ihren Visor geladen! Finde ich gut. Zuerst auf die Droiden ausschauen. Zerstören Sie den Bunker für mich. Gut, mit F? Ich kann kaum erwarten, etwas in die Luft zu jagen. Mit F weisen wir ihn darauf hin und wir geben ihn jetzt Deckung. Bringen Sie uns einfach ein, ohne das ganze Team in die Luft zu jagen. Gut, hier kommt schon der erste Tunesianer, der sich nicht mehr umlegen will. Jetzt fett's! Boom! 6-2 muss nachladen. Der Boss hat's drauf. Gute Arbeit. Danke. Suche Deckungsmöglichkeit. Was? Naja, wie auch immer. Dort, das könnte unser Problem werden, aber wir werden gleich sehen, das wird es nicht sein. Aber zuerst holen wir uns noch ein bisschen Muni von hier unten. Kann nicht schaden. Formieren. Scotch holen wir mit dem Formieren-Befehl hierher. Befehl. Wir heißen ja übrigens Boss, er heißt Scotch. Etwas zu dem Namen werde ich später noch verraten. Und auch was mit dem HOD und so alles abgeht. Das ist jetzt für die erste Mission erstmal zu viel. Übrigens F2 ist zum Formieren, dann F3 zum den Sektor erkunden oder besser gesagt die Position halten. Formieren. Bin in Position, Boss. F1 ist einfach Standard-Angriffsformation, das haben die immer drin. F4 ist übrigens einfach so vorwärts gehen, glaube ich. So. Berater, die haben hier schwere Geschütze. Kampfschiff Harken ist unterwegs. Habt ihr das gesehen? Ah, Kampfschiff Harken. Komm schon! Und mach's down! Yeah! Danke, Kampfschiff Harken! Ihr seht, da ist nur noch Staub davon. Weiter so, Kommandos! Ich überwache vom Kampfschiff aus Ihre Fortschritte und liefere Ihnen wichtige Informationen. Im Moment ist keine Verstärkung verfügbar. Geben Sie sich gegenseitig Deckung. Okay, also rein geht's! Hinein ins Nest. Denken Sie daran, Delta Leader. Ihr Primärziel ist Zanfek, aber Ihr nächstes Ziel ist es, Delta 4.0 zu finden. So, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Das war Star Wars. Das war Let's Play Star Wars Republic Commando von Count Mugu. Bis zum nächsten Mal. Zerstören Sie den Bunker für mich. Gut, ich kann es kaum erwarten, etwas in die Luft zu jagen. Was machst du da, Scorch? Das kommt definitiv in die Outtakes. Oh, Leute, geil. Kämpfer! Ja, ist ja gut.